Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Heute zum sechsten Sonntag nach Trinitatis habe ich einen Text mitgebracht, der mich ein bisschen aufgerüttelt hat. Er steht im Buch 100 Experimente mit Gott von Susanne Niemeyer und er heißt so: Der Himmel ist ein Saloon. Gott steht hinter der Theke und wenn einer reinkommt, der meint, die ganze Welt sei sein, dann wischt er bedächtig über den Tresen und sagt, mach mal halblang. Aber dem anderen, der schlaff in der Ecke sitzt, dem macht er Beine, denn der Himmel ist kein Alltagsruhesitz. Verteidige dein Leben, ruft er. Gegen wen? Fragt er. Gegen die Langeweile, die Faulheit und die Gewöhnung. Dabei schießt er ein paar Mal in die Luft, dass der Himmel nur so bebt. Und in meinem Kopf ergänze ich ganz gerne noch, verteidige dein Leben gegen Fremdbestimmung und Lieblosigkeit. Der heutige Sonntag, der steht ganz im Zeichen der Taufe. Und Taufe ist ein wunderbares Fest und da geht es um Schutz und um Segen, um Gemeinschaft und manchmal auch Neuanfang. Und da denke ich mir, ja, Gott macht seine Arme ganz weit für uns auf und an allen Tagen, das ist gar keine Frage, egal wie viel Mist wir bauen, aber manchmal ist er auch unser Gegenüber und weckt uns auf, so wie in diesem kleinen Text. Er sagt uns ganz deutlich, Mensch, wach auf, mach was. Und das tut manchmal auch richtig gut, zusätzlich zum in die Arme genommen werden. Und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.